So, wir machen mal einen Schnellvergleich. Mein altes iPad 3 gegen das neue iPad 2017. Das interessiert sicherlich viele. So, was sofort auffällt, ist, dass das neue iPad viel kleiner ist als mein iPad 3. Besonders in der Breite, das sind 16,2 mm, das ist schon wirklich erstaunlich. In der Dicke ist es ein bisschen dünner geworden, in der Länge nicht ganz so viel. Hier seht ihr nochmal den dicken Vergleich, 1,85 mm, das merkt man schon. Ja, es ist insgesamt viel handlicher. Hier die neuen Geschichten, was ist wirklich neu? Zwei Taster, leise, das kennen wir ja schon. Jetzt Stereo-Lautsprecher, anderes Design, Lightning-Connector. Ja, dann haben wir hier den Kopfhöreranschluss, nach wie vor analog. Und dann hier die Kamera mit dem Ein-Ausschalter und das Mikrofon. So, nun wiegen wir das Ganze mal. Das alte iPad, iPad 3, wiegt 648 Gramm. Und das neue iPad wiegt nur 463. So, nun machen wir mal einen Soundvergleich. Hier haben wir jetzt ja Stereo-Lautsprecher, da ist Mono. Ich starte mal hier einen Song, einen YouTube-Song. Gleiche Lautstärke haben wir hier auch. Mal gucken. So, alles in allem hat das iPad natürlich nicht viele neue Features, aber für jeden, der vom iPad 3 kommt, das läuft ja nicht mehr richtig, würde ich den Umstieg empfehlen, vor allen Dingen für den Preis, ja, das ist unschlagbar günstig. Der Umstieg vom iPad 1 oder iPad 2 Air würde sich jedenfalls nicht lohnen, also das würde ich nicht machen. Aber für alle, die von einem älteren Modell kommen, klare Kaufempfehlung.